Ja, moin moin Freunde, willkommen zu Supercard. So, ich bin mitten in der Team RTG und wir sind mit dem Team kurz vor SummerSlam, aber das heißt, wir aktuell stehen wir bei Triple H. Es sind noch 8 Stunden Zeit, also Chris Jericho wollen wir noch holen, wenn jeder 60 Punkte, so 70 Punkte macht, 70 Punkte A5 sind, ja, so 10 Spielchen, 12 Spielchen, die jeder noch machen muss, dann kriegen wir ihn auch. Ich hoffe, dass es klappt. Die SummerSlam-Card ist einfach zu weit weg von uns. Aber mal gucken. So, ich habe ja schon am Anfang eingeblendet, was ich alles gekriegt habe die letzte Zeit. Ganz, ganz toll finde ich... Oh, da machen wir erstmal einen Kampf. Ganz, ganz toll finde ich die Money in the Bank-Karte. Und da arbeite ich auch hart an der zweiten. Wobei heute konnte ich jetzt gar nicht spielen, was sehr schade war. Sonst konnte ich immer so eine Mittagspause mal 1, 2, 3 Ründchen Money in the Bank machen, was recht gut war. Heute ging leider gar nichts. Aber ich habe jetzt schon wieder 1000 Punkte. Ich finde auch, dass man so die 400 am Tag, die kann man schon schaffen. Und sogar relativ gemütlich. 400 am Tag sind 10 Spiele mit Werbung gucken. Und dass man halt einfach nur zu normalen Zeiten spielt. Und da sich ja 3 Spiele stacken. Also theoretisch wird es ja lang, wenn ich jede 3 Stunden reingehe und die Spiele wegspiele. Da kann man sogar noch viel mehr schaffen. Aber darum sage ich mal, sind so 400 Punkte am Tag easy drinne. Heißt, im schlimmsten Fall brauche ich 20 Tage und das heißt, es sind hier noch über 30 Tage oder sowas Zeit. Das heißt, ich krieg auf jeden Fall meinen zweiten Randy Orton, dass ich den proben kann und ja, dann spielen wir weiter und gucken, vielleicht hole ich mir da noch ein KO. Es wird jetzt nicht für noch ein Brock. Es ist doch Brock, weil ich habe, glaube ich, letztes Mal auch Brock gesagt und da hat jemand was geschrieben. Gucken wir mal rein, fällt mir ein. So, ja, also darum sind so 400 Punkte am Tag meiner Meinung nach schon drinne. Auch gemütlich. So. Ja, es ist Brock. Habe ich letztes Mal wohl irgendwas anderes gesagt. Aber gut. Wir gucken mal meine Karten an. Nicht meine besonders seltenen, sondern alle meine Karten. Oder wir gucken, fangen mal so an. SummerSlam, Randy Orton und halt den Rusev. Hier werde ich jetzt gucken, dass ich ihn im King of the Ring trainieren kann, der im Übrigen wieder gut läuft. Können wir gleich als nächstes mal gucken. Also das sind meine beiden SummerSlam-Karten. Das nächste Event müsste ja eine PCC sein. Da ich am Wochenende nicht da bin, heißt das, dass ich nichts Großes reißen kann. Mal gucken, vielleicht kann ich ein paar Punkte mitnehmen. Ja, und das ist mittlerweile mein Team. Das sind 1, 2, 3, 4 und hier die 5. Neville habe ich mittlerweile auch geprobt und noch nicht trainiert. Also 5 WM-Pros, dann die 2 alten Event und die 2 Fusionskarten. Meine nächste Fusion auf WM ist am Samstag oder Sonntag fertig, also in 4 Tagen. Und natürlich fehlen mir hier noch Dieven. Wir können einmal durchgehen, was wir so haben. Erstmal ein nächster Pro. Der eine ist jetzt schon trainiert und geplaylevelt. Und der zweite hat durch die RTG, also die Team-RTG, auch schon einiges gekriegt. Aber muss noch ein bisschen gespielt werden. Das wäre dann WM Pro Nummer 6. Und ja, hier Qualifikation. Wir sind wieder, wenn wir in die Tabelle gucken, als Zweiter diesmal durchgekommen mit 36-9, was auf jeden Fall gut ist. Den hier werde ich nicht schaffen. Der hat einfach ein besseres Deck wie ich. Aber wenn ich wieder eine WM-Karte hole, bin ich ja glücklich. Ach, wir würden jetzt gegen den 7. spielen. Der 7. ist hoffentlich der Hotdog Slam, weil den habe ich bisher immer, glaube ich, besiegt. Hotdog Slam oder Jake. Wir können mal in die Terminpläne reingucken. Jake hatten wir hier gerade als letztes. Eine Single Money in the Bank, noch eine Single Money in the Bank. Tag Team ist schlechter. Okay, den, gegen den spielen wir gerne. 4 Dieben Match verlieren wir. Aber hier alle Single Matches gewinnen wir. Und Hotdog Slam,
Hier hatte ich eine Niederlage. Okay, er hat eine bessere. Okay. Dann würde ich doch lieber gegen Jake spielen, wenn ich es mir aussuchen darf. Keine Ahnung, die Single. Muss mal gucken, der hier scheint nicht trainiert zu sein, weil wenn ich mit meinem, der so schlecht ist, beide gebrockt haben. Er hat viele WM-Karten. Naja, es wäre halt toll, wenn wir auf jeden Fall eine WM-Karte holen. Das heißt, mindestens mal noch das Viertelfinale gewinnen. Und darum trainieren wir unsere Jungs mal und natürlich auch die Mädels. Und mein nächster King of the Ring wird schon mit dem Deck deutlich cooler sein, weil ja noch ein WM-Pro und eine SummerSlam-Karte. Da kann ich hier dann nochmal ein gutes Tag-Team aufbauen. Also da lassen wir uns mal überraschen, wie das wird. Habe ich vielleicht noch ein paar... drei Karten, die können wir uns aufsparen. So, nächstes Spiel, 8 Minuten. Ich hoffe... wir kriegen gerade nochmal Jake und können dann gewinnen. Aber jetzt gehen wir in Spielen rein, dass wir hier auch noch ein bisschen der Team-RTG weiter vorankommen. Mein letzter King of the Ring hatte ich ja 51-0 geführt, aber dadurch, ich starte mein King of the Ring immer abends um 10, dann ist es Viertelfinale um 8 und wenn alles gut läuft, bin ich um 11 fertig. Jetzt in dem letzten King of the Ring haben die so getrödelt, dass jedes Spiel dann 3 Runden war, dass ich dann irgendwann gesagt habe, vorm Finale, irgendwann ist Schluss, ich war müde, bin eingeschlafen und habe dann nicht mehr trainiert im Finale. Darum habe ich dann verloren, bin Zweiter geworden und da kam ja die Karte, die ihr vorne gesehen habt, raus. Jo, was will man machen? Ich war halt einfach müde. Jo, ist so, darum gucken wir, dass wir... heute, ja, eine WrestleMania-Karte, und da ist mir auch egal, ob ich im Halbfinale rausfliege oder nicht, die eine WrestleMania-Karte sollte schon drinne sein. Hier hat jemand noch einen Randy Orton drin, was nicht so prall ist. Der müsste bald raus, weil es ja langsam schwerer wird. Ich hoffe nicht, dass es meiner ist. Gucken wir gleich mal nach, weil... nee, ich habe, glaube ich, meinen noch gar nicht trainiert. Ja, ich glaube hier, dass ich AJ Styles und Apollo Crews, weil die halt auch Tag Team sind, drin habe. Sheamus wäre von den Punkten ein bisschen besser, aber ein, zwei Pünktchen nur. So, aber noch gewinnen wir hier relativ easy. Und... auch mein Apollo groß sein. Sehr schön. Ach, schade, dass ich mir damals den Entry und den anderen Typi, den es auch als SummerSlam-Karte gibt, nicht geholt habe. Das war einfach nur, weil ich da gerade keinen Bock auf WWE hatte. Aber jetzt, wenn es jetzt wäre, würde ich sie mir holen. Und auch der Money in the Bank-Modus, der ist so easy durchzuklicken, dass man da so coole Belohnungen kriegt, finde ich schon sehr nice. Und ich bin jetzt hier mit meinem normalen Deck auch auf WM++. Werde aber ohne zwei Diven pro WM-Diven nicht auf SummerSlam kommen. Na wobei, wenn ich jetzt natürlich den Randy Orton prohen würde, müsste der so viele Punkte haben, dass ich damit eventuell auch ohne Diva auf SummerSlam komme. Könnte sein. Also heißt Money in the Bank spielen, Money in the Bank spielen, Money in the Bank spielen. Bei meinem Glück langt es genau nicht. Aber der hat ja auch 12.000er oder 11.000er Werte, Randy Orton, wenn er gebrot ist. Und darum ist er ja dann so gut wie zwei weitere 4.000er. Und das entspricht ja... ja, da müsste ich mit... wenn man da davon ausgeht, dass man 6 4.000er braucht,
ist ja ein 12.000er so gut wie zwei 4.000er und dann gibt es noch die Punkte, die da fehlen. Also sage ich, yo, selbst die Single-Werte, wenn ich den nachher trainiert habe, sind echt ordentlich. Natürlich, hier ist Andres machen wir mal so SummerSlam Pro Rusev und er hat jetzt auch SummerSlam Pro also die Eventkarte geholt, Finn Balor. Wenn die dann mal geprobt ist, uiuiuiui, sehr nice. Und darum, ich sag, bis zum nächsten Team-Event sind wir mit dem Team auf SummerSlam. Also da wird wahrscheinlich Codeside seinen SummerSlam Pro haben. Ich werde es, denke ich, bis nächsten Montag oder Dienstag geschafft haben, mein SummerSlam Pro zu haben. Und ich glaube, Gamer war es noch. Noch irgendjemand hat sich KO geholt und hat den zweiten da auch. Heißt, dass wir da mit dem Team dann schon ein Stückchen vorankommen. Und darum, nächste Woche ist ja dann wieder Ring Domination. Wenn wir dann bei Ring Domination SummerSlam im Team sind, ist es natürlich eine geschenkte SummerSlam-Karte. Das wird sehr nice und darum, Titelkampf, sehr schön, bringt 10 Punkte. Und noch eine, noch schöner. Ich habe eh titelkampfmäßig viel Glück gehabt. Also das wird dann, ja, Chris Jericho geht. Schade, ich kann ihn nicht prohen. Aber gut. Jetzt gucken wir mal nochmal, ob es noch irgendwas zu machen gibt. Nächstes Spiel in 3 Minuten. Ich will halt Randy Orton, darum spiele ich Money in the Bank, dass ich dann nachher erst ein bisschen Team-RTG mache. Ich meine, Money in the Bank ist natürlich ein Modus, den kann man irgendwie nebenbei spielen, weil wenn man seine Karten kennt und so langsam auch weiß, wo die Gegner brocken, das ist wichtig zu wissen. Ich hatte da ja ein Infovideo gemacht. Wen es interessiert, der kann einfach reingucken. Da sind ein, zwei Tipps und Tricks. Ob sie allen gefallen, kann ich jetzt nicht sagen. Aber was halt wichtig zu beachten ist, und ich habe schon ewig kein Spiel mehr, wo ich nicht 40 Punkte gekriegt habe. Doch, ich hatte eins. Und da habe ich einfach nur, da war ich kurz vor den Punkten, dass ich Randy Orton holen konnte. Und da habe ich dann mich nicht konzentriert und auf die silberne Karte gedrückt. Sau dumm. Aber gut. Das ist halt so. Darum habe ich halt dumme 58 stehen. Aber macht jetzt auch nicht. Macht auch keinen Unterschied, weil ja, wir sind jetzt ja nur noch 8500 Punkte weg. Was 210 Spielen entspricht. Bei Money in the Bank. Das ist schon heftig. Aber die spiele ich halt wirklich gern, wenn ich am Tag 10 spielen kann. Wie ich vorhin gesagt habe, bin ich in 21 Tagen durch. Jo. Und ich schaffe mir die 10 am Tag. Aber das ist ein Wert, wo man halt kalkulieren kann. Und darum kann ich sagen, jeder kann sich die beste Karte holen, wenn er die 40 Punkte am Tag, also die 40 Punkte pro Runde machen kann. Die halt noch vom Level niedriger sind und halt einfach nicht 40 Punkte machen können, weil sie keine goldenen Karten angeboten kriegen. Da ist es halt so. Aber auch da würde ich immer mir die besten Karten holen oder Punkte sparen. Das ist ganz wichtig. So. Was habe ich gemacht? Hatte ich verloren. Oh, der hat noch 29. Habe ich natürlich nicht geguckt, weil ich quasseln musste. Aber trotzdem, das langt noch. Wir haben die besten Karten mittlerweile dabei. Tempo. Darum ihn nehmen. Die andere Karte hätte auf Tempo geprockt und darum sind wir hier safe. So. Wenn jetzt auch hier ein Proc wäre, würde ich auch den Proc nehmen und Proc gegen Proc spielen, weil meine Karte ja besser ist. So, Kraft-Härte und Kraft-Charisma spiele ich gegen KO. KO prockt auch auf Kraft und Härte, was mein Proc auch macht. Und darum ist das ein easy Win für uns. Hier hätte ich auch, wenn zwei Goldene gewesen wären, immer Rock gegen Rock, einfach weil die auf denselben Werten procken. Wenn sie schon procken, habe ich die Chance,
selbst wenn es eng werden würde, das noch zu machen. Was aber auch trotzdem nicht eng wird. Und jetzt so, haben wir unsere 40 Punkte und sind mittlerweile bei, wow, 1038. So, habe ich noch was? Habt ihr noch was? Ja, ich sag mal, wieder in die Kommentare fleißig schreiben, dann wird das Kommentarvideo umso länger und umso lustiger. Ich wünsche euch und euren Teams natürlich viel Erfolg. Achso, irgendjemand wollte mein Team sehen, gell? Team Deck ansehen. Ja, also das ist mein Team. Ich bin tatsächlich einer der schlechtesten. Okay, André darf den Randy Orton noch drin haben, weil er ihn wahrscheinlich auch bald proen will. Also, ich bin wahrscheinlich einer der schlechtesten, weil ich halt auch eine schlechte Diva habe. Hier sind noch ein paar. Rondon hat halt eine bessere Diva und natürlich die Money in the Bank Karte ist besser wie in meinen normalen WMs. Hier ist die Event- und die Fusionskarte vom Gamer. Hat zwar auch nur eine Survivor Nikki. Auch hier Money in the Bank oder Battleground und Fusion. Event, Event, normale Diva. Okay, das hier ist ein Ticken schlechter wie meins. Aber auch der Rusev könnte nur zum Trainieren drin sein. Das hier ist durch die Diva besser wie meins. Hier wieder zwei Karten, die besser sind wie meine und eine Diva. Auch hier zwei Karten, die besser sind wie meine und eine Diva. Also das heißt, ich bin der Schlechteste im Team. Und das nervt mich darum. Ich muss Randy Orton kriegen, damit ich punkten kann. Und ja, Leute, ich hoffe, euch hat es wieder ein bisschen gefallen. Wir sehen uns beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt WWE Supercard. Und drückt die Daumen, dass wir noch die WM holen. Und die drücke ich euch auch, dass ihr alles holt. Macht's gut, bis dahin.